Es war alles korrekt, stimmig. Ich denke aber, dass wir trotzdem insgesamt mehr Ballbesitz waren. Wir haben, denke ich, mehr Spielanteile gehabt. Wir hatten, glaube ich, auch das höhere Risiko, weil wir zu Hause gespielt haben. Da musst du zwangsläufig immer das Spiel machen. Aber ich denke auch, dass Köln gerade in der Defensive sehr konzentriert gestanden ist. Wir hatten, glaube ich, gefühlte 200 Eckbälle, Freistöße diesmal, was sonst nie der Fall ist. Da muss mehr rauskommen, da musst du hellwach sein und da musst du gewisse Dinge setzen dann auch, dass du solche Spiele eben gewinnst, wo gerade wenn du aus der Winterpause kommst, Mannschaften eben noch sehr kompakt stehen, nicht so aufmachen. Und Stani hat es ja gesagt, in der 84. Minute hatten wir großes Glück gehabt, aber wir haben natürlich auch einen 1,90-Junge hinten drin, der das Tor sehr gut ausgefüllt hat in dem Moment. Ich denke, das Unentschieden geht soweit in Ordnung. Ich glaube aber, dass das Unentschieden beiden Mannschaften nicht so geholfen hat, auf den dritten Platz zu spekulieren. Danke.